Okay, willkommen heute rund um die Kartoffeln. Wir haben uns drei hübsche Gänge für euch ausgedacht. Und zwar haben wir die auch, weil wir drei Leute sind, unter uns aufgeteilt. Für die Vorspeise ist die Ann-Sophie zuständig. Da gibt es nämlich Kräuterküchlein. Und dann gibt es die Hauptspeise mit eine Kartoffelsuppe und mit Kartoffelcracker. Die haben wir uns schön aufbereitet. Und mein Job ist dann noch der Nachtisch, nämlich sächsische Quarkkeulchen. Und in dem Sinne legen wir mal los. Also wir haben uns überlegt, wie die Abfolge am besten wäre. Nämlich als allererstes werden die Kartoffeln, die wir für die Vorspeise und die Nachspeise brauchen, geschält. Also eigentlich schälen wir erstmal alle Kartoffeln, genau. Alles wird geschält. Es ist zwar, dass Nährstoffe verloren gehen, wenn man die Kartoffel ohne Schale kocht, aber weil nachher die heiße Kartoffel schälen irgendwie doch ziemlich unpraktisch ist, haben wir uns dazu entschieden, wir nehmen diesen kleinen Verlust in Kauf und schälen sie vorher und kochen sie dann. Gekocht wird dann als erstes die Kartoffeln für Vor- und Nachspeise und während die dann vor sich hin köcheln, legt die Hanni dann los, uns Schnittkenntnisse zu zeigen, wie wir nämlich aus Kartoffeln Cracker machen und die Suppe. Und genau, dann wird der Nachtisch vollends der Teig zubereitet und dann kommt in der Abfolge die Vorspeise, die fertig zubereitet wird. Und am Ende machen wir dann noch den Nachtisch vollends fertig. Genau, dann sollte es passen und dann sollte alles fertig sein, dass man auch schön gemütlich alles genießen kann am Ende. So, dann machen wir hier mal das auf Kochmodus. Dann schnippeln wir mal los. Schäler. Am besten mit dem schönen Sparschäler. Also ich finde es damit tatsächlich am angenehmsten. Es gibt ja auch so Künstler, die können das mit einem Messer schneiden. Kennt ihr solche Leute? Also ich kenne welche, aber mir ist es ein Rätsel, wie man das so schön hinkriegt mit dem Messer. Ganz geil sind ja bei diesen Sparschälern die mit so einem Hörnchen hier an der Seite dran. Weil, falls ihr irgendwelche Augen oder sonstige Einwüchse in den Kartoffeln habt oder auch bei Äpfeln geht es auch gut, dann kann man die damit so einmal so rausdrehen. Genau, und es gibt ja noch zusätzlich auch Möhren bei den Zutaten für die Hauptspeise, die kann man natürlich auch gleich mitschälen. Mal Wasser kann man auch schon mal in den Topf packen. Bei Kartoffelcracker bietet es sich an, große Kartoffeln zu nehmen. Weil wir die dann nachher in Scheiben schneiden. Also da brauchen wir Fläche für die Vor- und die Nachspeise. Es ist völlig wurscht, wie groß oder in welchem Zustand die sind. Hauptsache genießbar, weil die werden verdrückt. Frage. Salzt man das Wasser, bevor es kocht oder wenn es kocht? Weil es gibt doch immer die Leute, die sagen, wenn man das Wasser vorher salzt, dann würde es länger brauchen, bis es kocht. Ich salze es davor, weil sonst, wenn du es schon kochst und ich dann Salz rein, dann hört es in dem Moment auf zu tropfen. Oh. Ja, stimmt, es hört kurz auf zu sprudeln. Und das nächste Problem ist, weil ja dann der feuchte Dampf hochzieht, dass du entsprechend die Mühle oder die Packung oder was auch immer du da drüber hältst, wird halt auch feucht. Und dann fällt es zusammen, oder? Dann kristallisiert es so ein bisschen. Ja. Okay, also wieder was gelernt. Wir machen zuerst das Wasser mit Salz da rein und schmeißen das dann alles zusammen. Wenn euer Gemüse doch so ein bisschen wie hier, also man hat es von außen zwar nicht gesehen, weil die Schale war okay, aber das hier ist so ein bisschen angeschimmelt, kaputt, dann muss leider die ganze Kartoffel gehen. Auch gemerkt, wenn irgendwas Schimmelpilz ansetzt hier, dann bei Gemüse, bei Brot, bei Joghurt muss alles weg. Beim Käse reicht die betroffene Stelle abzuschneiden und der Rest ist noch genießbar. Ich finde bei so Marmeladen oder so, wenn da irgendwo was im Deckel angefangen hat, den Rest kann man auch nehmen. Ja, das kann man auch noch nehmen. Aber wenn es unten schimmelt, dann sollte man die wegnehmen. So, dann haben wir jetzt die Kartoffeln. Also das war jetzt einmal die Menge für die Quarkkeulchen, die drei Kartoffeln und dann 500 Gramm für die Kräuterküchlein. Ins Wasser mit Salz und dann ab dafür. Die lassen wir jetzt mindestens 20 Minuten lang kochen, beziehungsweise, dass die weich werden, weil wie gesagt, alles, was hier drin ist an Kartoffeln, wird nachher vermatscht. Bock hat mal auf eine Süßkartoffel, der kann das Ganze, alles, was wir mit Kartoffeln machen, anstatt Kartoffeln auch Süßkartoffeln nehmen und fährt der Prinzip genau gleich. Und was habe ich mal gelernt, Kartoffeln, Süßkartoffeln, sind geschickt für Leute, die irgendwie aufs Gewicht achten müssen oder die gerade dabei sind abzunehmen. Da kann die Süßkartoffel extrem hilfreicher Esspartner sein. Wir werden unsere Kartoffeln kochen. Alles ist geschnippelt, also alle Kartoffeln oder eben Süßkartoffeln, wenn ihr das möchtet, alternativ so wie die Möhre. Und dann heizen wir den Backofen vor auf 180.
Ober-Unterhitze oder Umluft 180 Grad. Dann läuft es schon mal. Genau. Und jetzt kommt die spannende Phase, nämlich jetzt wird geschnippelt. Zückt euch ein gutes Messer eurer Wahl. Das ist schon mal wichtig. Scharf, gutes Messer und dann brauchen wir noch Hilfsmittel. Genau. Am besten so zwei Schaschlik-Holzstäbe. So. Zwei Stück. Ich erkläre auch gleich, warum. Wir wollen nämlich ein Gitter reinschneiden. So. Dann machen wir hier schön einen Block da draus. Seiten wegschneiden. Ein bisschen wie Tetris. Ja. Nur andersrum. Und ja, dann schneiden wir jetzt mal hier so Scheiben runter, so circa einen halben Zentimeter. So. Okay. Kartoffelbrot sein. Ah, supi. Das ist eine Überraschung. Das geht natürlich nicht. Das haben wir vorhin gelernt. Wir müssen sie wegschmeißen, komplett, oder? Nö, aber die schimmelt nicht. Die hat nur eine Macke. Okay, weil die Macke. Die stört zumindest für unser Gitter, gell? Ja. Okay, also genießbar, aber jetzt schlecht für das spezielle Vorhaben der Zubereitung. Das geht dann gar nicht. Aber schon gut, wenn das jetzt passiert, weil dann wisst ihr nämlich auch, was man machen muss, wenn einen diese Überraschung trifft. Einfach wegschneiden, genau, und für sich. Wir haben ja jetzt schon ein paar große. Sie kommen dann nachher mit den Subs, sehe ich das richtig? Ja, genau. Also, weil alles, was ihr hier jetzt wegschneidet an den Rändern, sammelt ihr natürlich wieder. Die können wir dann in die Suppe mit reinnehmen. So. Jetzt zeige ich mal, wie wir das vorhaben, damit es ein Gitter wird. Das darf nämlich nicht komplett durchgeschnitten werden. Also einmal die zwei Stäbchen einfach hier an die Seiten ran und dann runter mit dem Messer. Geiler Trick. So. Oh Gott. Und also ihr seht deswegen das scharfe Messer, ne? Weil sonst habt ihr da Pech. Genau, und dann einmal nochmal andersrum, damit hier tatsächlich dieses Gitter entsteht. Ich bleibe schon im Holz stecken. So, dann sieht das Ganze nämlich so aus. Wow! Und das machen wir jetzt mit den anderen Scheiben auch noch komplett durch. Und am Ende seid ihr die totalen Schachbrettschnitt-Pros. Ja, es geht hier schon ratze. Spieße kriegt man ja auch so überall handelsüblich oder manchmal hat man die auch zu Hause oder manche haben vielleicht eher auch so metallene Schaschlik-Spieße, die würden natürlich auch gehen, oder? Genau, ja. Also ihr braucht einfach einen kleinen Abstandshalter, damit ihr nicht aus Versehen die Kartoffel durchschneidet, weil dann verreckt der Trick. Sieht echt geil aus. Bisschen blöd, weil natürlich auch die Kartoffeln ja, nicht alle sind. Ja, bei den Randstückchen wird es entsprechend aber ein bisschen akrobatisch. Aber die, vielleicht hebt man sich die Randstückchen, wo die Seiten abgerundet sind, für später, auch wenn man schon ein bisschen geübter ist in der Technik. Genau. Ja. Das Gute ist halt, wie gesagt, wenn man sich irgendwo verschnippelt, muss man sich nicht ärgern. Das kommt halt einfach mit zum Suppenmaterial. Ne? Genau, richtig. Und da machen wir jetzt dann auch weiter. Die 1,5 Kilo Kartoffeln und die 2 Karotten oder halt eine gigantische Karotte schneiden wir jetzt mal in Würfel. Man könnte es eigentlich im Prinzip auch so kochen. Wir pürieren das Ganze sowieso nachher. Aber es püriert sich leichter, oder? Wenn man genau. Wenn man ein bisschen ein kleineres Stückchen. Also es muss nicht jetzt nicht so akkurat sein. Da kann man auch direkt mal schneiden üben. Genau. Man kann natürlich auch die Kartoffeln in so eine Küchenmaschine reinpacken, wo die gleich so schön durchgeschreddert wird. Geht auch. Ihr habt auf jeden Fall Zeit, weil die Kartoffeln müssen ja eh auch noch kochen.
Jetzt brauchen wir ein Backblech und ein Backpapier. Backpapier, genau. Und da gibt es auch inzwischen so schöne wiederverwertbare, also auch da kann man Müll sparen. Die kann man nachher einfach abwaschen und in die Spülmaschine mit reinpacken. Genau, dann legen wir unsere Würfel, Cracker, Kartoffelwürfel mal aufs Backblech. Ein bisschen Abstand muss man lassen, oder? Genau. Die pinseln wir dann auch demnächst ein. Das kommt jetzt dann gleich danach. Also als nächstes wird der Belag für die Cracker, die sie zum Cracker machen, hergestellt, oder? Genau, mit einer leckeren Marinade, mehr oder weniger. Ja, auf die Seite. Genau. Und jetzt haben wir die Marinade. Dazu brauchen wir Petersilie, Salz, Pfeffer, verschiedene Gewürze. Ich habe jetzt mal Majoran, Oregano und wer es ein bisschen schärfer mag, vielleicht ein bisschen Chili-Pulver. Knoblauch, Butter. Ich habe jetzt die vegane Variante genommen von Alsana oder Alsanes. Oder auch Margarine gehen? Ja. Genau. Und dann zusätzlich noch kann man entweder Pecorino nehmen oder für die vegane Alternative Hefeflocken. Das schmeckt ähnlich wie Parmesan, die Hefeflocken. Ah, geil. Also ist auch ähnlich wie der Pecorino. Käse, genau. So, jetzt tun wir so circa 40 Gramm Butter, also das ist ungefähr so 2 Zentimeter breit, erstmal in den Topf zum Schmelzen bringen oder in die Mikrowelle oder was halt gerade so zur Hand ist. Genau. Und in der Zeit können wir schon mal die Petersilie schneiden und den Knoblauch schälen. Und pressen wahrscheinlich. Und pressen, genau. Genau, eine gute Hand voll Petersilie und eine die große Hacken. Hand. Oh, ja. Die Butter sollte nicht. Also, die ist nur. Und die schneiden wir jetzt klein, beziehungsweise hacken sie klein. Da kann man auch mal so die Aggression vom Tag rauslassen. Oder sich fühlen wie so ein Fernsehkoch, so, wenn die so Chefkoch. Das finde ich immer das Beste, weil dann kann man so neu sein Häufchen zusammen und dann einmal so. Ja, aber hacken bitte nicht mit Petersilie üben. Nee? Nee, ist gefährlich für die Finger. Also bitte erst mit größeren Sachen die Messerbewegung üben, weil sonst ist der Finger schnell nicht mehr ganz. Aber wenn man so macht wie du jetzt, ohne dass man erstmal die erste Hand hat. Ja, das geht also erst, wenn man Übung hat. Ach so. Verdammt, das sieht immer so, steht das alles weg. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis es funktioniert hat. Das heißt, dass es nicht wegrutscht, muss es schon so ein bisschen zusammengeschnitten und so ein bisschen matschig sein, damit es nicht schnell abhauen. Ja, verstehe. Sonst rutscht es weg. Das muss man ja wissen, als die ist jetzt klein geschnitten. Perfekt. Mal Tierzehen, damit wir es auch schön dick einschmieren, einpinseln können. Wir brauchen nämlich nachher den Pinsel. Die Butter, die ist jetzt auch schon schön flüssig und so, dann können wir schon mal die Petersilie in den Topf rein. Dann pressen wir jetzt den Knoblauch noch rein. Dann nehmen wir einfach mal zwei Esslöffel von den Hefeflocken, ein bisschen Pfeffer und Salz. Noch ein bisschen Majoran. Ich rühre das Ganze mit unserem Pinsel. Okay, du rührst direkt mit dem Pinsel. Ja. Dann kann ich es nämlich auch gleich einschmieren. So sieht das Ganze aus dann. Und es riecht. Es duftet sehr gut. Und damit pinseln wir jetzt die Käsecracker ein. Nicht sparen. Schön dick einschmieren von der einen Seite. Lassen die dann 15 Minuten bei 180 Grad im Backofen. Und wenden die und schmieren die dann auch noch von der anderen Seite ein, damit sie schön kross werden. Dann mit der Suppe. Also auch einen großen Topf.
Also je nachdem, wie ihr im Timing seid, falls das hier schon durch wäre mit den Kartoffeln, dann könnt ihr natürlich auch den Topf nehmen, dann wäre es ein bisschen schon mal heiß, aber muss nicht, ne? Genau, richtig. Da brauchen wir jetzt auch wieder ein bisschen Butter. Ich habe da jetzt eine andere, die BioLife. Ja, auch hier eine Margarine ist denkbar, alternativ. Genau. Also mal so ganz mini die Herdplatte anmachen. Ein gutes Stück Butter rein. Dann schütteln wir jetzt die Zwiebeln in kleine Würfel. Ritzen und dann die Schale runter machen. Wird man die? Also du lässt es hinten komplett dran. Ich lasse das hinten komplett dran. Genau, stört ja nicht beim Schneiden. Das ist nur hilfreich. Das ist hilfreich, genau, aber jetzt fällt mir die Zwiebel nicht auseinander. Im besten Falle. Okay, und du hast jetzt quasi erst so die Etagen von unten nach oben. Erst Etagen und dann schneide ich das quer ein. Und zwar von der Gärtsel bis du ganz gleich nach oben. Und dann wird es klein gehackt. Wir haben jetzt die Butter angeschmelzt. Genau. Und die Zwiebeln klein gehackt. Und die kommen jetzt dann da rein und wir braten die an, dass die schon so eine leichte braune Note bekommen. Okay, das heißt, wir drehen unseren Topf mal ein bisschen höher. Ja. Temperatur hoch. So richtig hoch. Ich würde es nehmen. Mach mal mit. Da geht es viel zu schnell. Ihr merkt schon ganz, das ist hier so ein bisschen eine Abwägungsfrage. Also damit wir nachher nicht in völligen Stress geraten, vor allem, wenn ihr das alleine macht, natürlich noch dazu. Ja. Warten wir jetzt erstmal, wir haben jetzt vorbereitet für die Suppe, es ist die Kartoffeln, die Möhren sind klein geschnitten, die Zwiebel ist klein gehackt, die Butter schon mal angeschmolzen, der Topf ist schon mal warm, den lassen wir da jetzt auf kleiner Flamme warm und warten jetzt mal auch drauf, dass die Kartoffeln für Vor- und Nachspeise weich werden und gleichzeitig ist der Wecker für die Cracker klingelt, weil dann kümmern wir uns erst um die zweite Runde Cracker, bevor wir da weitermachen und da die Kartoffeln weich gekocht sind, können wir die Zeit bis dahin jetzt auch nutzen und erstmal die ganzen Kartoffeln pressen. Die müssen nämlich alle, werden ja alle zum Teig, zu zwei verschiedenen zwar, aber Grundausgang ist erstmal alle durchdrücken. Mal schütten, wenn da noch so ein restliches Wässerchen drin bleibt, ist schade, der nichts zum Durchdrücken in der Regel. Und dann geht's los. Wer hat, nimmt eine Spätzlepresse, das erleichtert für die Arbeit auch ungemein, da kann man einmal durchdrücken. Wer sowas nicht hat, gibt ja sonst auch so einen Kartoffelspamm, so diese klassischen Holzgerätschaften, die Omis gerne immer noch in der Küche haben. Das kann man auch nehmen. Oder auch immer ein Küchenhelfer, eine Gabel. Da muss man halt ein bisschen länger, aber dann kann man die schön so durch, also ihr wisst schon so, einmal durchmatschen. Wie das kleine Kinder immer gerne machen. Wahrscheinlich habt ihr alle am Ende noch so eine Restkartoffelflöckchen mit ein bisschen Flüssigkeit. Ihr könnt gucken, dass ihr von der Flüssigkeit noch ein bisschen was abschüttet, weil für die Quarkkeulchen stört uns die Flüssigkeit nicht. Da können wir einfach den Topf auch benutzen, um den Teig dafür zu machen. Für die Kräuterküchlein im Gegensatz muss es wirklich trocken sein, sonst gelingen die nicht. Okay? Hier sind jetzt der trockene Teig ist für die Kräuterküchlein, die werden jetzt direkt gefertigt und in den warmen Topf mit dem restlichen Wasser könnt ihr dann die Kartoffeln, die gedrückten abnehmen, die wir brauchen für den Nachtisch. Das heißt, 500 Gramm sind hier und der Rest ist hier. Genau, und zwar fangen wir an mit dem Parmesankäse. Weil der muss sich mit der Kartoffelmasse richtig vermischen und deshalb muss der noch hinzugefügt werden, wenn es heiß ist. 125 Gramm. Einfach schön hier reinschütten. Also wenn ihr natürlich nicht gerieben kauft, dann musste man ihn halt noch reiben. Die Mühe habe ich mir erspart und habe schon geriebene Parmesan gekauft. Genau. Ansonsten könnt ihr den jetzt quasi auch direkt reinreiben, beziehungsweise, was die Silke immer sagt, auch cool im Vorfeld generell, wenn man so Rezepte angeht, die Mengenangaben schon mal in Schüsselchen fertig vorbereiten. Also gerade was so Käse, Mehl, Zucker, solche Sachen angeht. Genau, in meinem Fall war das jetzt genau so eine Packung, wie ich brauche. Dann sieht man schon, wenn man das hier verteilt, wird schon eine Masse. Genau, das wird jetzt so ein klumpiges
etwas und dann, wenn der drin ist, dann muss man es jetzt auch abkühlen lassen, weil da kommt nachher noch ein Ei rein. Und wenn das dazugefügt wird, während es so heiß ist, dann stockt euch das gleich und dann funktioniert es nicht. Dann habt ihr nur einen Eiklumpen im Teig. Okay. Aber unsere Cracker sind jetzt auch fertig. Die müssen jetzt eh gebändet und solange kann das ruhen wieder eingepinselt werden und solange kann die Masse hier abkühlen. Das Ganze jetzt schon mal aus. So ein bisschen goldbraun ist es geworden. Okay. Und jetzt drehen wir das Ganze. Entweder macht ihr das mit einer Gabel, indem ihr da schön reinpiekst und das irgendwie versucht rüber zu... Oder du nimmst Gabel und Pfannenwender, damit man es nicht kaputt macht, den guten Cracker. Genau, oder direkt den Pfannenwender. Oder zwei Gabeln, je nachdem, was ihr habt, dann könnt ihr da drunter greifen. Ich hätte jetzt gesagt, weil da ja auch ein bisschen was von unserer, also von der Aufstrichmasse sowieso auf dem Blech verteilt ist, reicht es mit dem Rest da drüber zu streichen, ja. Damit ist das, also dann kann man nur so ein bisschen da reinwischen, dass es das schön aufnimmt, oder? Genau. Mit dem Pinsel dann nachher. Mit dem Schaffer, was da ist. Und das Gute an diesen wiederverwertbaren Backpapieren, da kann man das schon auch ein bisschen. Also das saugt selber nicht so viel von diesem Belag nachher auch. Das ist auch schade, wenn das meiste davon im Papier schon nicht im, ja. im Essen. Jetzt noch ein bisschen Hefeflocken einfach drüber streuen, wenn ihr von der Masse nicht mehr so viel habt. Einfach noch ein bisschen die Hefeflocken drüber. So, und jetzt noch mehr für 15 Minuten in den Backofen. So, während die im Ofen sind, kümmern wir uns jetzt um den Teig für den Nachtisch, nämlich diese Quarkkeulchen. Die müssen nämlich, wenn der Teig fertig ist, auch erst nochmal stehen bleiben. Also der Teig brauchen 2 Esslöffel von der Margarine. Also ich habe mich entschieden, die Rezepte, es gibt ziemlich viele von diesen Quarkkeulchen. Ich habe mich entschieden, das mal vegan zu versuchen, deswegen Margarine anstatt Eier, Apfelmus. 3 Esslöffel Apfelmus ersetzen dabei ein Ei. Magerquark kommt noch dazu, Zucker und nachher brauchen wir dann am Ende noch Mehl, bis es die richtige Konsistenz hat. Und anstatt eben einer Kuhmilch gibt es eine Mandelmilch in meinem Fall heute. Genau. Genau, merci. 2 Löffel schön rein davon. Also ich habe die eh die ganze Zeit draußen stehen gehabt, dann ist die auch schön weich. Dann kann man da perfekt schon so einen Teig smanschen. Nachher brauchen wir die Margarine eh auch nochmal dann zum Ausbacken in der Pfanne. So, und dann den Apfelmus. Den Rest vom Apfelmus kann man nachher dann auch super zu den fertigen Keulchen nehmen als Kompott. Genau. Es ist faszinierend, dass man das auch tatsächlich nicht wirklich so rausschmeckt, dass da jetzt Apfelmus drin ist im Teig. Grundsätzlich wäre es jetzt aber auch wurscht, also außer man steht halt so überhaupt gar nicht auf Apfelmus vom Geschmack, dann ist natürlich ein bisschen scheiße. Aber ansonsten passt es ja, weil es ja auch eine Süßspeise nachher ist. Kaum vorstellbar aus der Kartoffel, aber es ist so. Und dann 250 Gramm Magerquark komplett hier rein damit. Weil habe ich natürlich eine Lücke im System, der Magerquark ist nicht vegan, aber auch den gibt es ja inzwischen in der veganen Variante, dann den auch entsprechend hier reinpacken. Oder beziehungsweise ist ganz schön, was Neues auszuprobieren in der Hinsicht. Also weil zum Beispiel Ei hat man ja nicht immer zwingend zu Hause. Das Coole an so einem Apfelmus, der hält sich ja immer eine Weile, wenn man den gekauft hat, die sind ja lange haltbar, das hat man ja gerne mal eine Weile irgendwie rumstehen und dann zack, kann man das mal brauchen, weil man irgendwie was machen will und jetzt kein Ei zu Hause hat. Finde ich eigentlich auch ganz praktisch. So. Kann man das schon mal hier berühren? Also ihr könnt das Ganze mit einem Löffel direkt berühren. Ich kann das natürlich auch mit einem Schneebesen machen. Geht auch. Dann machen wir mal 80 Gramm Zucker dazu. Auch rein, weil dann ist die Masse an sich schon mal komplett und das mit dem Mehl ist jetzt für im Rezept die meistens eine ungefähre Angabe. Es entscheidet sich aber nachher schlussendlich an der Konsistenz vom Teig, ob noch Mehl dazu muss oder ob es schon reicht mit dem Mehl, was drin ist. Damit man nachher eine gute Masse hat, die man zu Küchlein in der Pfanne brutzeln kann. So.
Also, mein Teig ist momentan noch relativ, also er ist dickflüssig, aber noch relativ flüssig. Der muss noch ein bisschen mehr, so wie ein Kuchenteig, so ein bisschen zäher werden. Oder eigentlich auch ein bisschen wie ein Pfannkuchenteig. Also ich dachte am Anfang, es müsste ein Pfannkuchenteig sein, aber er muss ein bisschen dicker sein wie ein Pfannkuchenteig, weil sonst wird es kein, also kriegt man da einfach kein zusammenhängendes Stück Teig nachher raus in der Pfanne. Das funktioniert nicht. Ich will ja auch noch ein bisschen die Flüssigkeit, merke ich gerade, weil von der Milch brauchen wir 70 Milliliter. Also wundert euch nicht, dass ich die jetzt hier in so einem Trinkbecher drin habe. Aber wir hatten eine schlechte Milchtüte erwischt. Die hat sich nicht so öffnen lassen, wie das vorgesehen war. Und deswegen war die auch, war die aufgeschnitten und dann ist sie nicht so gut transportfähig. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme es mal lieber so mit auf die Reise. Ich würde sagen, ich habe jetzt die richtige Konsistenz erreicht, weil es ist so ein ganzer Brei, also ein bisschen grießbrei-mäßig sieht es fast schon aus. Mhm. Und es fällt so ein bisschen schwer vom Löffel runter, das passt für unseren Teig nachher. Die Zwiebeln braten wir jetzt erstmal an. Schön goldbraun. Braun. Also sie sollen ein bisschen farbig werden, ja, auch, oder? Nicht genau. Glasig, sondern farbig. Dann genau. Gucken wir da gleich nochmal rein. Reicht so. Nicht, dass es ganz schwarz wird. Es ist ja nur ein bisschen, dass der Geschmack, dieses Röstaroma da dabei ist. Da fügen wir jetzt dann unsere geschnippelten Kartoffeln und die Karotte schön dran, damit wir das auch noch kurz anbraten. Und löschen das Ganze mit einem Liter Wasser und Gemüsebrühe dann ab. Oder Weißwein? Wein. Wein? Ja, gerne. Also Wein kann man natürlich auch mit reinschmeißen. Tibi! Okay, du machst die erst nachträglich, ne? Ja. Wir rühren das Ganze ja eh rum. Das Ganze köchelt dann 20 Minuten vor sich hin, dass halt die Kartoffeln und die Karotten schön weich sind. Können wir noch in der Zwischenzeit nach den Crackern gucken, mal schauen, welche Farbe die haben, ob die noch ein bisschen Zeit brauchen, damit die schön goldbraun werden. Richtig, glaube ich, drin lassen. Ja, wobei die sehen aber schon, die haben schon eine schöne Farbe auf jeden Fall. Aber man kann sie ja, man kann den Ofen ja auch ausmachen und sie quasi in der Restwärme noch fertig brutzeln lassen, oder? Ja, genau. Derzeit, in der die Suppe köchelt, machen wir die Küchlein weiter. Und zwar muss man dafür jetzt, im Rezept steht Salbei. Da ich aber kein Salbei gekriegt habe, nehme ich jetzt einfach Thymian und Rosmarin an Kräutern. Die muss man jetzt klein hacken. Man einfach an Kräuter nehmen, was einem selber am besten schmeckt. Wenn ihr das dann so klein gehackt habt, dann kommt es zu eurer vorher vorbereiteten Kartoffel-Parmesan-Masse dazu. Als nächstes, wenn man das dazu hat, dann schneidet man den Mozzarella. Den schneidet man einfach in kleine Würfel. Wenn man das Ganze vegan haben möchte, dann lässt man den Mozzarella einfach weg. Braucht auch nicht den ganzen, den anderen kann man dann, kann man noch in Tomatensalat oder so versponnen. So versponnen oder sonst irgendwo noch dazu tun. Vermischt man die Kartoffel-Kräutermasse und fügt dann ein Ei dazu. Da könnte man natürlich auch als Ersatz, entweder man nimmt ein bisschen Eiersatz mit Wasser oder man nimmt Apfelmus. Wobei vermischt man das Ganze schön. Fügt ein bisschen Muskatnuss dazu. Dann ein bisschen Salz und Pfeffer. Mischt man das Ganze gut. Am besten, man nimmt die Hände, weil damit vermischt sich es halt einfach, ja, am besten. Ist der Teig meistens noch sehr bröselig, bröckelig, weich und dann, deshalb tut man noch ungefähr 75 Gramm Mehl dazu. Das kommt aber echt extrem auf die Kartoffel an.
Also immer vorsichtig und lieber nochmal im Nachhinein nochmal was dazu. Weil wenn es zu trocken wird, dann halten die Küchlein noch nicht. Ich habe einen Trick für den Fall, dass man es doch zu trocken gemacht hat, wenn man den nochmal feuchter kriegt. Ja, entweder man macht dann noch ein Ei dazu. Oder wenn man noch eine Kartoffel übrig hat, macht man noch eine Kartoffel dazu. Okay. Also Ziel ist, man hat einen zusammenhängenden, geschmeidigen Teig. Ja, genau. In dem Fall passt es jetzt so, der ist perfekt so. Also man sieht es quasi auch, wenn man in der so rumwägelt in der Schüssel, unser bleibt beieinander, oder? Ja, der muss beieinander bleiben. Also darf aber auch nicht zu weich sein. Genau. Okay. Wenn man das dann hat, dann formt man so. Dann kommt die Handarbeit. Genau. Formt man Kügelchen, drückt die ein bisschen platt. Dann tut man Mozzarella in die Mitte und macht dann eine Kugel daraus. Die muss wirklich dicht sein, also am besten ein paar Mal in der Hand, sonst läuft ein bisschen in der Pfanne alles aus. Und dann nochmal ein bisschen platt drücken und fertig ist es. Ja. Die dann alle geformt hat, dann backt man es in der Pfanne aus, bis die auf beiden Seiten goldgelb sind. So lecker, das könnte man alternativ anstatt Käse da reinhauen in eine Kartoffel. Also ich habe es auch schon gemacht, dass ich Pilze in die Mitte habe. Also, ja, dass ich Pilze rein habe. Da muss man dann auch nicht aufpassen, dass es nicht rausläuft. Ja. Genau, die dürfen ruhig auch zu sehen sein. Ja, was man möchte. Ich habe es jetzt fertig gerollt und habe 9 Küchlein rausgekriegt. Aber das kommt auch darauf an, wie groß man die macht. Also größer, dann sind es halt weniger, kleiner, hat man halt mehr. Ordentlich Fett. Also ich nehme jetzt Margarine, man kann aber auch Butter, Öl, sonst was nehmen. Am besten auch, ihr nehmt eine beschichtete Pfanne, weil sonst bleibt es alles dran. Dann ist es auch, man legt die nach dem Braten kurz auf den Teller mit Küchenkrepp drauf, weil die sehr mit Fett voll sind. Aber wenn man dann die Pfanne erhitzt hat, dann legt man die Küchenkrepp. Liegt es, wenn die zerfallen? Zu wenig Stärke. Dann putzelt man die erst von der einen Seite an und dann einmal wenden und fertig. Und wer möchte, was auch gut dazu schmeckt, ist so ein Schmand-Dip mit Kräutern. Zwischendurch kann der dann mal eure Suppe umrühren. So, man sieht dann meistens am Rand, dass sie anfangen braun zu werden und dann ist der Moment, die zu wenden. Ich weiß nicht. Alternativ für die Kreuz und Quer Rüben oder wenn irgendwas anbett oder man merkt, die Pfanne will doch nicht so, wie sie sollte, könnte man alternativ auch quasi einen herzlichen Teig machen, sondern ein Kräuterfüßle schmarrn. Klappt bestimmt auch. Und wenn dann der Käse mit rausfällt, auch geil, oder? Man muss dem Ding dann nachher nur einen passenden Namen geben. Ein bisschen fester, dann sind sie auch quasi auf dem Werdegang. Dann sind sie fast fertig, ja. Das Ganze jetzt auf einem Teller mit Krepp. So sieht das dann aus. Geht's weiter mit der Suppe. Die pürieren wir nämlich jetzt mit dem Pürierstab. Ich halte mal. Unsere Suppe sieht jetzt mal stand so aus. Ja, die Kartoffeln sind sehr weich. Das merkt ihr dann, wenn ihr mit dem Kochlöffel so ein bisschen durchgeht. Dann sind sie auf jeden Fall durch. Und das Ganze pürieren wir jetzt mit einem Stab. Zauberstab. Genau. Leute. Erstmal ganz vorsichtig, dann dass die Karotten und Kartoffeln hier groß haut. 300 ml Sahne hinzufügen. Wir können aber auch zum Beispiel für die Veganer so eine vegane Kochcreme dann nehmen, um das Ganze zu verfeinern. Das Ganze machen wir jetzt einfach mit dem Rührstab. So, jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen salzen und pfeffern und dann ist die Suppe schon fertig. Da aktivieren wir jetzt gerade nochmal die Pfanne, die ist ja quasi noch auf Betriebstemperatur. Ich bin immer für so Backsachen, ähnlich wie beim Kaiserschmarrn, das habe ich auch mal mir da sagen lassen, empfiehlt sich ein Gemisch aus Öl und Butter bzw. Margarine gehen und ich habe noch eine, wie ich finde, durchaus wichtige Zutat beim Teig vergessen, nämlich es gibt ja noch eine Zitrone und die Schale von dieser Zitrone, die braucht es noch. Also vorher waschen und dann so ein Raspel
was auch immer ihr da zu Hause habt und dann rein damit. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein Pep und eine Frische auf jeden Fall. Zitrone kann man natürlich wie üblich zu einer heißen Zitrone verarbeiten, mit heißem Wasser ins heiße Wasser reinpressen und dann hat man noch was zu trinken. Dann verrühren wir natürlich noch die Zitronenschale vor in unserem Teig. Noch schön dickflüssig und den, der ist jetzt, ne, im Vergleich zu dem Teig von der Vorspeise, von der Kräuterküche, der jetzt nicht so eine zusammenhängende Masse, sondern der ist schon mal ein bisschen feuchter und den kann man direkt vom Löffel in die Pfanne reinkloppen lassen. Eigentlich verläuft er eh von alleine, also muss man jetzt nicht großartig nochmal nachdrücken. Also schön gleich ins Fett. Da muss man wahrscheinlich, also da muss man ein paar Gänge, bis man den Teig verschafft hat. Und da kann man dann auch zwischendurch gerne nochmal Fett nachgeben in die Pfanne. Weil das macht dann nachher mit, also Geschmack und Konsistenz von euren Quarkbällchen aus. Teller wieder bereit, wie bei den Küchle auch, damit ihr das dann die fertigen da draufheben könnt. Und das Fett lasst am besten direkt neben eurer Pfanne stehen, damit ihr da nachladen könnt. Eigentlich merkt man es immer, wenn die, wenn die so ein bisschen, ihr seht ihr das, wenn die so mitrutschen, wenn man die Pfanne bewegt, dann weiß man eigentlich schon, dass unten zumindest schon mal eine zusammenhängende Fläche geworden ist. Ne? Wenn sowas geht, dann die erste Runde grundsätzlich immer schon. Also es ist ja Pfannkuchen ähnlich, finde ich. Und deswegen, also wenn das beim Umdrehen euch ein bisschen zerbricht, dann könnt ihr da mit der flüssigen oberen Seite nochmal ein bisschen nachmatschen. Dann wird es auch wieder. Und sollte es irgendwie eher ein bisschen zerfallen, und wie jetzt in meinem Fall, dass ich die Pfanne doch etwas ungünstig gewählt habe, dann wird es halt einfach ein Schmarrn, dann ist es auch okay. Kommt ja nachher eh Puderzucker und Apfelmus dazu, dann passt es. Aber ja, da wo es halt irgendwie nicht so schön, also man muss echt mal gucken, dass da schön Fett dabei ist. In der Regel wird es dann so, dass also ja, die zweite Runde wahrscheinlich schneller, weil man dann schon ein bisschen mehr in Action ist und die Pfanne und das Fett auch heißer ist. Dann könnt ihr auch bei denen zum Beispiel, wo die Oberfläche noch nicht so hübsch ist, kann man das auch nochmal rumdrehen und nochmal von der Seite dem Ganzen ein bisschen nochmal, naja. Oh. Also Keulchen in kleiner, anderer Form Nummer 2 mit der richtigen Pfanne sieht dann doch auch nochmal geiler aus. Silke macht es mehr in Fleißarbeit bei den kleineren. Aber kleiner ist auch cooler, weil man die besser wenden kann natürlich. Ich habe nur überlegt, was ist ein Keulchen? Golchen. Golchen, für was steht denn das? Ein Keulchen ist ein kleiner Schläger halt, oder? Eine kleine Keule, Hühnerkeule. Nach dem Motto, das Auge isst mit, habe ich jetzt hier eine Kelle von der Suppe rein und von unseren Kartoffelcrackern 2 Stück noch und zum Garnieren noch ein bisschen Petersilie. Hier haben wir das Kräuterküchlein, ein bisschen mit Parmesan überträufelt und zum Garnieren noch ein bisschen Petersilie. Hier haben wir noch unsere Quarkkeulchen. Dann ein bisschen Puderzucker. Dann noch ein bisschen von unserem Apfelmus. Und sollte da jetzt was daneben gehen, wenn man so ein Tatterich ist, was kann man dann machen? Einfach nochmal so ein Quarkbällchen drüberlegen zum Beispiel. Oder könnte man zum Beispiel auch mit den Spießen, die wir vorhin hatten, irgendwie so ein Muster rausziehen oder so? Oder das, ja. Können wir ja mal probieren. Voilà. Bon Appetit. Die Quarkkeulchen findet ihr übrigens auch in unserem Prima Klimakochbuch, das demnächst veröffentlicht werden wird. Ebenso wie unsere Prima Klima Webseite, die es bald geben wird, wo ihr dann auch alle Videos und Rezepte findet, auch Sachen, die man downloaden kann, wie die Rezepte und was sonst so alles passiert ist. Und natürlich auch Termine für die nächsten Kochkurse, die dann anstehen zu den neuen, lustigen, tollen, saisonalen Lebensmitteln. Und das bearbeiten. Kochbuch fängt tatsächlich im Januar mit Kartoffeln an. Tada! Also ihr werdet sehen, da ist ein anderes Quarkkeulchenrezept drin, als das wir jetzt gemacht haben, weil tatsächlich war es ein bisschen unabhängig voneinander und macht aber nichts, weil der Tisch besteht aus Vielfalt. Lasst euch schmecken und bis bald! Tschüss!